Ja, da geht's runter, wie gesagt. Das habe ich mir fast gedacht. Und ja, zum Glück kann ich mir... Dies ist ein Wal. Wie das riesige Wesen hierher kam, übersteigt eure Vorstellungsvermögen. Ja. In diesem zugefrorenen Teich befinden sich Quallen. Also man sieht, wir haben hier eine ganze feindliche Armee. In diesem Aquarium hier. Oh. Hallo Vera. Von Vera haben wir ja schon gehört. Bei allen Göttern und Müttern, ihr seid das Letzte, was ich hier erwartet hätte. Wer seid ihr? Dasselbe könnte ich euch fragen. Ich komme als Freund. Wirklich, würdet ihr mir vielleicht verraten, wie ihr mit den Salamandern fertig geworden seid? Ihr Anführer glaubt, ich sei ein Spion, der ihn auskundschaften sollte. Ich habe ihn nicht versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ach so. Also an eurer Stelle würde ich an diesem Täuschungsmanöver festhalten. Es könnte euch hier das Leben retten. Vielleicht kann ich mir einige Fragen stellen. Ich weiß nicht, ich würde euch gern vertrauen, aber ich bin nicht sicher, ob ich es kann. Ihr müsst jemandem vertrauen, warum nicht mir? Also gut, fragt, was ihr wollt. Wer seid ihr? Mein Name ist Vera Ellis. Ich habe mit einem Mann namens Garf gesprochen. Er hat eine ziemlich fantastische Geschichte von einer Frau namens Vera erzählt. Seid ihr das vielleicht? Ja, ich kenne Garf. Ihr sagt, ihr habt mit ihm gesprochen. Er und die anderen sind also entkommen. Wir haben Vera, die Anführerin der Sklaven, gefunden. Sie hielt sich im Museum versteckt. Ja, dann seid ihr die Anführerin der Sklavenrevolte. Fürs Erste sind sie in Sicherheit, aber sie können nicht zur Oberfläche zurückkehren. Sie haben mich um Hilfe gebeten. Dann helft ihnen bitte. Ich finde keine Ruhe, bis ich weiß, dass sie in Sicherheit sind. Bitte, geht jetzt. Ja, Vera, die Anführerin der Sklaven, hat uns mehr oder weniger befohlen, Gareth und die anderen Sklaven und den anderen Sklaven zu helfen. Dann hat sie uns weggeschickt. Ihr seid zurück, also war. Ihr seid also zurückgekommen. Warum? Als wir uns das letzte Mal unterhielten, batet ihr mich, den Sklaven bei der Flucht zu helfen. Er konnte dir sie befreien? Nein, jetzt noch nicht. Lebt wohl. Okay. Auf diesem Feld sind immer mehrere Anzeigereien zu erkennen, von denen einige schwach erleuchtet sind und blinken. An beiden Seiten des Feldes stehen große Behälter, die über Rohrleitungen miteinander verbunden sind. Die zwei Behälter ganz links glühen vor Hitze, während die anderen außer Betrieb zu sein scheinen. Okay. Der Zauber, der die Vitrine einst umgeben hat, ist längst verblasst oder völlig gescheitert. Sie ist dunkel und die Glaswunde ist schmutzig. In der Vitrine kannst du nichts erkennen. Okay, Temperaturkontrollraum. Das heißt, wir könnten... Unsere beste Option ist es, runterzugehen und Soft zu fragen, ob er ein Handbuch für das Ding da oben hat. Nein. Okay. Ja, in Ordnung. Können wir hier rasten? Ja. Schön. Weiter! Sofort! Jetzt sollten wir vielleicht die Hängebrücke reparieren können.
Die Brücke ist in ziemlich schlechtem Zustand. Doch mit Hilfe des technischen Handbuchs gelingt es euch, sie instand zu setzen. So, was haben wir hier für eine Höhle? Eine Höhle einfach. Oh. Mutterwölfe. Ich mach mir meinen Bart in deinem Blut. Werde Zeugen wahrer Macht. Sag, was du von mir willst. Sofort. Und ja, Wolfspelz. Also Mutterwolfspelz, auch wenn ich ungern wieder Wolf. Wie kann ich es sonst? Dein Befehl. Weiter. Die armen Wolfies. Winterwolfspelz sollte ja, einverstanden. Auch ein bisschen mehr wert sein. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ah! Wo geht's hier lang? Ist etwas nicht in Ordnung? Kann ich helfen? Das hier ist absolut nicht in Ordnung. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich am besten zu dir? Okay, jetzt habe ich aus Versehen die Hast unterbrochen. Sag, was du von mir willst. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ja? Was ist in Ordnung? Ich wasch mir meinen Bart. Wie kann ich es? Ich werde tun, was ich kann. Kriege ich jetzt eine Hast vielleicht? Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Einverstanden. Woran hast du gedacht? Mit Vergnügen. Euer Ende ist nah. Ja. Mögen die Götter mich schützen. Ich werde dich töten. In Ordnung. Okay. Höre, wenn es sein muss. Auf für meine Seele eine Klinge! Sag, was du von mir willst. Sofort! Was? Mit Vergnügen. So, wieder viele Klug. Jetzt aber bei dir das Level ab. Rettungswürfe. Vierter und fünfter Grad kriegen einen zusätzlichen Zauber. So. Oh, ein zusätzlicher Zauberstufe 2. Was könnten wir da noch nehmen? Spiegelbild verschwimmen haben wir. Komm, nehmen wir Netz hier. Gut.
Hier nehmen wir mal die Schädelfalle, die ist auch nicht zu verachten. Nee. Ich nehme mal Monster Herbeiruf Stufe 2. Das klingt nicht schlecht. Hier haben wir nur Resistenz senkt bis jetzt. Todeswolke? Eigentlich ja, eine Todeswolke wäre nicht schlecht zu haben. Halbschattenmonster. Oder er hat den Inventar beschwört. Nein, ich glaube, ich nehme die Todeswolke. Todeswolke ist nämlich auch recht mächtig. So. Und davon kannst du jetzt 4 Stück theoretisch. Weil hier haben wir auch nur den Kettenzauber und die Steinhaut. Deswegen Monster herbeizaubern ist auch keine schlechte Idee, das zu haben. Wie kann ich es soll geschehen? So, ein Eistroll ist leicht zu besiegen. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Was ist los? Dein Gewiss. Ja, in Ordnung. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Woran hast du gedacht? Ich muss mich bald ausruhen. Schatten verstecken klappt nicht ganz so gut, auch wenn wir da auf 100 haben. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Kontik und schwarze Eisritter. Okay. Und noch mehr Yetis und noch ein Tunnel. Okay. Sag, was du von mir willst. Das soll euch gnädig sein. Einverstanden. Gucken wir uns mal erst den Rest hier an. Frostbiss, okay. Ich höre. Ich tu's. Das heißt, hier sind auch kleine Frostdrachlinge. Die uns aber friedlich gesonnen sind. So wie auch die Frostriesenwachen. Wie kann ich gewiss? Was hier ist kein Sklave, ist kein Riese. Was ist es, was will es? Moment, nichts lebt wohl, okay. Mit denen können wir dann nachher reden. Ich würde nämlich sagen, wir speichern jetzt erstmal hier wieder. Das wäre LP017 dann. LP017. Speichern. Und dann machen wir einen Cut. Also, bis gleich.